Der Sesam soll schon aufmachen. Mir ist gar nicht gut. Guten Morgen, guten Morgen, ohne Grillen und Sorgen. Wo bleibst du, Pferd? Ja, ich komm ja schon. Ich hab dazu noch Stoff in der Zeit, ich kenn ihn nicht da. Ja, bravo, da machen wir uns das Zigarre Wasser selber. Ja, auf, ja, ja, ja. Und ich bin auch noch, da möchte die Kugel schön ausschauen. Ich hol schon bei ihm. Toni, aufstehen. Toni! Ich hab vom Wagner, dass Sie höchst Ihre Tochter aufwecken wollen. Aber diesmal verlange ich mehr von Ihrer kaffeesiederlichen Güte. Nämlich ein Quartier. Was? Ein Quartier? Jawohl, ein Quartier. Und zwar für diesen Sans-Quartier. Für diesen gottbegnadeten Künstler hier. Besagter Triumphator hat nach der Premiere des Kunstwerks, das er gleich zusammengekleistert hat, dass wir die Ehre hatten, heute Abend, vielmehr gestern Abend zu spielen, uns in sein Quartier zu einer feuchten Feier seines großen Erfolgs geladen. Leider hat er die Rechnung ohne Wirtin gemacht. Daher unsere Frage nach einem Quartier. Ja, aber meine Herren, ich weiß gar nicht, wie ich zu dieser Ehre komme. Jetzt handelt es doch nur um eine Nacht, Herr von Wagner. Man kann das ja schon nie nicht einfach draußen auf der Gasse liegen lassen. Guten Morgen. Der Herr Vater hat nach mir gerufen. Ja, doch, schau her. Die Freundin Toni. Tja, dass man sie einmal zu Gesicht bekommt. Tja, der Herr Vater hat eben Angst um sie. Und nicht mit Unrecht, wenn man sich so die Gäste in dem Kaffeehaus anschaut. Ja, wem gehört denn die Ausstattung? Das ist ein Teil meiner stolzen Habe. Ja, aber bei uns ist kein Platz. Habe ich recht, Toni, oder nicht? Oh doch, es möchte schon gehen, Herr Vater. Die große Mansarde der Frau. Aber geht die Mansarde, bitte. Mansarde! 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 Äußerst verdächtig. Was steht da? Was steht noch mit unserer Mansarde? Aber Vater! Schon, du hörst es! Die ist hin! Da können wir gleich raus! Die ist hin. Was in den Koffer? Der wird sich schon finden bei der Ordnung. König, pass auf, dass der Pferd die Vorstellung nicht verschlagen. Links und die Garderobe rechts. So, na, Nachmittag werde ich es ausbügeln. Wir werden es gleich haben. Ich mache dann schon Ordnung. Das ist ja egal, Fräulein Toni. Gar nicht, ist egal. Ordnung muss sein. Ordnung ist das halbe Leben. Habe ich schon in der Schule gelernt. Ja. Und die andere Halbzeit ist Unordnung, Hoffnungslosigkeit und Sinnlosigkeit. Sie sollten sich tüchtig ausschlafen, Herr von Reimann. Wenn es abends Vorstellung kam, müssen Sie doch wieder frisch sein. Ne? Ich lasse Ihnen dann gleich Ihre Ruhe. Na, was nutzt das, wenn es mir da drinnen keine Ruhe gibt? Es ist wie eine Uhr in einer leeren, zugesperrten Kammer. Für wen schlagt sie denn? Sie sind recht müd und haben ein bisschen viel getrunken und da schaut dann alles gleich grau in grau aus. Ja, im Gegenteil. Je müder auswendig, umso lebendiger inwendig. Da fängt bei mir die Hitze erst an. Da steht mit einem Mal die ganze Vergangenheit wie auf einer Bühne da. Aber lassen Sie die Vergangenheit. Vergessen Sie es, Herr von Raimund. Vergessen? Ja, das wäre schön, wenn man das könnte. Aber das ist nicht so einfach, weil ja auch meine Vergangenheit eine nicht so einfache ist, wie Sie vielleicht glauben. Wird schon nicht so schlimm sein. Nein, gar nicht so schlimm. Weil das ja gar nicht weiter schlimm ist, wenn einem der eigene Vater eine Stunde bevor er die Augen für immer zumacht.
Schauspieler will er werden, der Herr Sohn. Gut, mach, was du willst, aber ich will nichts mehr von dir wissen. Und Glück wirst du keins mehr haben, solange du lebst. Und ich habe auch seither kein Glück mehr gehabt. Es schaut nur so aus. Ich bin schrecklich müde. Legen Sie sich doch ins Bett, Herr von Rahm, und sie ist eh überzogen. Ich werde Sie dann schon rechtzeitig wecken. Ja, der Psoffen hat den Koffer einfach auf der Straße stehen lassen. Meiner Meinung nach muss derjenige, welcher bestimmt alkoholisiert gewesen sein. Ja, manchmal ist der Wein doch für was gut. Da steckt was dahinter, das lasse ich mir nicht nehmen. Er ist ein findiger Kopf. Da steckt faktisch was dahinter. Der Fall muss sofort hörenorts gemeldet werden. Die Verdachtsmomente verdichten sich nach Durchsuchung der Corpora Delicti bedeutend. Weshalb ich mich dienstlich verpflichtet gefühlt habe, den Fall an höchster Stelle vorzutragen. Danke. Ich bin ja doch ein findiger Kopf. Gewiss, Exzellenz. Wieso gewiss? Ich meine nur. Wir können so eine Meinung haben, ehe ich rede. Wissen Sie denn, was ich sagen will? Das Schicksal setzt den Hobel an und hobelt alles gleich. Verstehen Sie? Gewiss nicht, Exzellenz. Und hobelt alles gleich. Das bedeutet Gleichmacherei. Auf französische Art Liberté, Egalité, Fraternité, noch deutlicher Anarchie. Mir läuft's kalt über den Rücken. Na, damit ist man nicht geholfen. Lassen Sie sämtliche Aufzeichnungen genau überprüfen, sämtliche Anspielungen und verfängliche Stellen, auch wenn sie in der verstecktesten Form auftreten, ermitteln. Der richtige Mann für die Ausarbeitung eines diesbezüglichen Exposés dürfte wohl der Herr von Grillparzer sein, den wir ja in ähnlichen Fällen schon zu Rate gezogen haben. Bitten Sie ihn ehebaldigst ein Gutachten hier abends bei der K&K Polizeizensur und Hofstelle vorzulegen. Gewiss, Exzellenz, ich werde sofort... Und wenn damit eine gesetzliche Unterlage geschaffen ist, können wir den Schuldigen sofort in Gewahrsam nehmen. Das ist halt nur Vorstellung. Aber mein Gott, sie haben ja wirklich so geschlafen, wie sie sind. Sieht der Herr von Raimund wenigstens den Rock auf, dass man ihn ausrüsten kann. Oh weh, brummt mir mein Schädel. Ich kann doch gar nicht aus die Augen schauen. Oh weh, oh weh, oh weh. Nicht böse sein wegen der Wirtschaft, die wir ihnen gemacht haben, gell? Und was ich alles zusammengeredet habe? Na, hoffentlich haben sie schon vergessen. Dankeschön. Bitte? Vielleicht ist Ihnen lieber als der Kaffee. Das ist ja eine herrliche Eingebung von Ihnen gewesen. Ich mache mir wirklich Vorwürfe. Ich pack dann gleich alles zusammen und suche mir ein anderes Zimmer, ja? Aber warum nicht gar? Das Zimmer steht ja so leer. Ich werde schon so einrichten, dass Sie sich wohlfühlen. Ja, das ist sehr lieb von Ihnen. Aber ich kann mich doch nicht so mir nichts, dir nichts als ein wildfremder Mensch hier einquartieren. Wer weiß, ob es denn Herrn Vater recht ist? Oh, sicher. Überhaupt fremder Mensch? Wir kennen uns doch schon lang, Herr von Raimund. Ja, vom Theater her, ne? Oh nein, ich kenne Sie viel länger und auch Sie kennen mich schon lang. Wieso denn? Ja, von der Zeit, wo es noch Zuckerbäckerlehrbuch gewesen sind, haben Sie auf uns die Brezeln gebracht. Was Sie nicht sagen. Ja, natürlich. Brezelbuhr. Ja, jetzt erinnere ich mich auch. Sie sind damals immer am Gang gestanden. Morgen wären Zwetschgen Krampus und mit zwei blonden Ratzenschweifern von Zipf. Ich habe meinem Herrn hier und da eine Buchtel stibitzt, was Sie so gern gegessen haben. Ja, Buchteln sind noch immer mein Leibspeis. Tja, und es hat sich geändert seither. Der Zwetschgenkrampus bei Morgare, meine ich. Heute sind Sie ein großes, hübsches Fräulein. Dass man nimmer zupfen darf an die Zöpfe. Unsere alte Bekanntschaft muss gründlich erneuert werden. Wissen Sie was? Am Sonntag mache ich mit ein paar Kollegen einen kleinen Ausflug. Kommen Sie doch mit. Ja, freilich, gern. Ich weiß nur nicht, ob der Vater... Also nehmen wir mit. Warum soll der nicht auch einmal mit mir und meine Freund gehen? Nein. Was Sie für ein sauberes Mädel geworden sind. Es ist gleich halb sieben. Ja, dann muss ich ins Geschäft. Oh, danke. Also, es bleibt dabei am Sonntag. Gut.
Hat er schon alles zusammengepackt? Nein, Herr Vater, er bleibt noch da. So, wer hat Ihnen das erlaubt, wenn man fragen darf? Ja, ich hab mir halt gedacht. Natascha, Herr, du hast dir gedacht, aber mir passen solche Gedanken von dir absolut nicht. Verstehst du mich? Herr Vater, man kann doch den Herrn von Raimund nicht einfach auf die Straßen setzen. Er ist ein so freundlicher Herr. Ja. Du, er hat mich eingeladen. Das heißt, dich auch. Uns beide halt. Er macht am Sonntag mit ein paar Freunden einen Ausflug. Nein, das passt mir schon gar nicht. Deshalb lasse ich dich nicht runtergehen ins Café aus, damit du nicht ewig beieinander hockst mit den Schauspielern. Und da verabredet das Fräulein Tochter einen Sonntagsausflug mit den Herrn Komödianten. Aber okay, was ist also, denn da dabei? Psch, die Sachen verstehst du nicht, Basta. Außerdem habe ich mich selber verabredet mit den Episederischen. Wir werden selber einen Ausflug machen. Ich, der Herr Episeder, Frau Episeder, Episeder Junior und du. Du weißt schon, worum es geht. Wäre noch schöner. An die Komödianten möchtest du hängen. Verraten, verraten! Geister ausgespien aus Gräbern. Na, Jonathan, weißt du, was das ist? Aber Herr von Raimund, was wird's denn sein? Losgerüttelt das Totenreich aus dem ewigen Schlaf, prüft wieder mich, Mörder, Mörder! Franz Mohr, fünfter Akt, erster Auftritt. Hab mir selber gespielt, in Leitermischl auf der Sommerbühne. Ja, und was ist jetzt aus mir geworden? Was ist aus mir geworden? Ein Kasperl. Ein Pudeldresseur. Das habe ich mir auch einmal anders vorgestellt. Bitte, ich werde Lasterzeit. Was, jetzt kommst du erst? Welches Rendezvous hat sich denn so in die Länge gezogen? Hm? Ich habe mich hier mal ein bisschen verspätet. Kann der Hund aufs Bratzel gehen? Quatsch! Hast du den Ansatz in deiner Rolle? Den wirst du endlich können. Können. Den Text beherrsche ich aufs Tipfel, aber aufs Wie kommt's an? Na, wo war denn die Demoiselle so lang? Na, bei der Schneiderin habe ich mich ein bisschen aufgehalten. So, bei der Dingsschneiderin, was du nicht sagst. Das war wahrscheinlich die mit dem feschen schwarzen Schnurrbart, die gestern Abend beim Bühnenviertel auf dich gewartet hat, was? Und die dem Fürsten Kaunitz so ähnlich schaut. Bist du dumm, Ferl. Wo ist mein Rouge? Wo ist mein liebes, gutes, schönes Lippenbrot? Tja, die Schneiderin, die hat dich halt ein bisschen durcheinander gebracht, was, Marl? Mach dich nur lustig, hast leicht lachen. Der eine, an dem er was linkt, der will ja nichts von mir wissen. Na ja, komm. Wer ist denn dieser Ahnungslose, dieser Glückverschleuderer, dieser unbewusste Pechvogel, hm? Immer der was braucht. Ha, geh zu, du. Ja? Fertig machen, gleich ist es soweit. Und hier sind die Blumen von Herrn... Ich weiß schon. Von der Schneiderin. Durchlaucht, die Blumen sind schon übergeben, wie jeden Tag. Die Marcel hat eine große Freude gehabt. Wie jeden Tag. So ein Pudelweib hat's herrlich, so ein Pudelweib hat's fein. Wer ihr gefällt, den kann sie küssen, nur ein Pudel muss es sein. Es gereicht ihr nur zur Ehre, wenn sie mit sehr vielen geht. Man bedenke, wie das wäre, wenn das unser einer fehlt. Sitzen Mädchen bei der Jausen, sitzt der Pudel unterm Tisch, sieht dort Füße, Knie und Waden, appetitlich jung und frisch, tupft mit seiner kalten Nasen an die Waden, ganz diskret, man bedenke die Ekstasen, wann das unser einer tät. Ach, die Welt ist so schön und so kugelrund, für den Pudelhund, für den Pudelhund. Ach, wie schön, wenn man wieder zur Welt kommen kann, so als Pudel. Kann der Hund auch... Bin ich nervös. Kann der Hund auch das Pratzerl geben? Kann der Hund auch Sachsel heben? Das sei so gut, mal den Teufel nicht an die Wand. Halt dich doch ein bisschen zurück. Schon ein sehr fescher Mann, mein Durchlacher. Na ja, freilich. Ich vergönne ihn dir ja auch vom Herzen. Ich wundere mich nur über die Treue, mit der du immer wieder zu dem Kaunitz zurückkehrst. Ach, wie schön, wenn man wieder zur Welt kommt. So leid, Vater Wagner, auf die glückliche Vorsehung, dass wir uns zufällig hier getroffen haben.
Ist wirklich wunderbar, was? Ja, meiner Seele ein sonderbarer Zufall. Fein! Naja, das gibt's heute nicht, Herr von Wagner. Nein, nein, nein. Sie bleiben da und die nächsten 3 Liter zahle ich. Heute sind Sie einmal unser Gast. Ich kann diesen Massenausflügen auch nichts abgewinnen. Was haben Sie gesagt? Aber. Verzeihen Sie die Bemerkung, aber Sie sprechen so undeutlich. Bitte? Weil Sie sprechen nicht vorne. Ein Meister frei den reizend Weib, er meint, es sei ein Zeitvertreib. Na, sprechen Sie das einmal nach. Andere Sorgen habe ich gar nicht. Zahlen. Mir scheint, mein Vater will auch schon heim zu. Na also, jetzt haben wir ein Dings auf. Wo bleibt denn das Mal? Sie sitzen auch da wie angemeldet, Dirk. Essen einmal ein Schinkensemmel, dann wieder ein Käsesemmel, statt sich um Ihre zukünftige Braut zu kümmern. Und wenn Sie so ein schönes, rollendes R lernen wollen, so nehmen Sie einfach so ein Stück als Stoppel, so ein Quark. Schießen die Zähne, so. Jetzt habe ich geschluckt. Also, bravo, was sagst du zu dem Pferdl? Wir machen einen gemeinsamen, lustigen Ausflug. Und er drückt sich und macht sich mit der kleinen Wagner selbstständig. Bisschen eifersüchtig, ja. Vielleicht wird mir da draußen in der Natur, wenn man sorgenlos und unbeschwert von dem allmächtigen Regisseur da oben sich ein Theater vorspielen lassen kann. So bang und schwer mir manchmal ist in meinen 4 Wänden heute da, morgen dort, so leicht wird mir hier herausgehen. Schauen Sie sich einmal die Wolken da oben an, Toni, wie die in jeder Sekunde ihr Gesicht und ihre Gestalt verändern. Und dort hinten, dort wartet schon eine große Schwarze auf ihren Auftritt. Verstehst du, was ich meine, Toni? Ich spür's. Ach, wenn sich so der Wolkenvorhang einmal teilen tät und in der himmlischen Szenerie von Geisterhand gelenkt, ein Feenwagen erscheinen würde, mit 4 Schimmeln bespannt. Schnurstracks zu mir herunter, Mr. Farm. Die gütige Fee würde aussteigen und würde sagen, Ferdinand, ich bin deine gute Fee. Ich nehme alle Sorge und Kümmernis von dir. Ich habe dir Botschaft zu bringen. Von deinem Vater. Er ist dir gut. Steig ich von meiner Wolkenhöhe nieder hin zum Erdenrunde, reich ihm schnell die Hand zum Bunde und leite ihn mit Freundessinn zum Erkenntnistempel hin. Schön haben Sie das gesagt. Das reimt sich sogar. Tja, Toni, eine gute Fee spricht doch immer nur in Reimen. Das müsste man sich direkt aufschreiben. Du lieber Gott, wie viel 100 Mal habe ich sowas schon aufgeschrieben und wieder liegen lassen. Haben Sie schon mal ein Theaterstück geschrieben? Nein. Dazu langt's nicht bei mir. Ja, Toni, was wird denn der Vater dazu sagen, dass wir zwei so lange nicht zurückkommen? Ich meine, die Feengeschichte wird er uns nicht so recht glauben. Und zwar der Herr Bräutigam. Ach, der. Da ist noch lang nicht das letzte Wort gesprochen. Magst du ihn nicht? Nein. Dann allerdings, dann wart, bis der Richtige kommt. Meinst du, wird er kommen? Oh, der kommt. Toni, was hast du gemerkt? Was denn? Jetzt waren wir auf einmal wieder per Du, die ganze Zeit schon. Bleib mal dabei. Wie früher einmal. Jetzt bist du wieder auf Du und Du mit dem Brezelbuben. Donald. Oje, das Stichwort für die große schwarze Wolken ist gefallen. Jetzt heißt es rein, Toni. Ja, ja, das habe ich gleich gewusst. Wenn ich einmal eingeladen bin, wird mir das sehr viel Geld kosten. Ah, eine heiße Limonade möchte ich aber rasch rausspielen. Ein Tee mit Rum, eine Rum mit Tee. Oh, ein schöner Tag, meine Herrschaft. Ah, 2 Herren von der Polizei sind da. Der eine wart schon weiß Gott wie lange auf ihrem Zimmer. Was? Polizei in mein Haus? Da wäre ich auch neugierig, was die 2 von mir wollen.
Na, dass sie schon da sind. Lang genug haben sie mich warten lassen. Der Herr von Grillparzer. Entschuldigen Sie, aber ich habe ja nicht gewusst. Natürlich haben Sie nichts gewusst. Das wäre noch schöner. Macht aber weiter nichts. Welchem glücklichen Umstand habe ich die Ehre zu verdanken, Sie hier bei mir zu sehen? Der Polizei, mein lieber Raimund. Ja, bei der Polizei können Sie sich bedanken. Ja, davon habe ich unten schon gehört, aber ich verstehe nicht recht, wieso. So, dann schauen Sie mal da her. Was, deswegen? Ja, ja. Es war recht unvorsichtig von Ihnen, die ganzen Sachen mitten auf der Straße stehen zu lassen. Ja, aber Herr von Grillparzer, das sind doch lauter harmlose Dinge, die weiter gar keine Bedeutung haben. So, sagen Sie das nicht. Sagen Sie das nicht. Es sind zwar nur Fragmente und Skizzen, aber ich habe alles, wie es mir unsere hochlöbliche Polizei aufgetragen hat, genauestens überprüft. Und ich muss schon sagen, so zwider mir anfangs der Auftrag war, ich kann mich nicht erinnern, in letzter Zeit ein paar Stunden so angenehm und so schön verlebt zu haben. Natürlich ist auch Mist dabei. Sie sind mir nicht böse, mein lieber Raimund, wenn ich Ihnen das sage. Sie haben natürlich, Herr von Grillparzer, und was für ein Mist, das weiß ich doch ganz genau. Aber selbst bei diesen Sachen spürt man den Atem eines Dichters. Hey, bitte hören Sie auf, Herr von Grillparzer. Hören Sie auf Gottes Willen auf. Ich feuer in die Freiheit wie eine Mücken in ein volles Weinglas. Es ist halt alles noch ein bisschen durcheinander da. Aber ich glaube auch noch bei Ihnen, mein lieber Raimund, da oben, gescheit sein, nicht Fanfare und Posaune sein wollen, während der liebe Herrgott zu Klarinetten bestimmt hat. Ich meine, dass es schade wäre, wenn Sie einen falschen Weg einschlagen würden. Drum weg die Koturne, die dramatischen Stelzen, weg damit, das ist nichts für Sie. Was Sie da in ein paar Skizzen aus der Tiefe des Volkes herausholen, das, ich bekenne es gern und offen, das hat mich tief berührt und gehört zum Besten, was ich in der Art je gelesen habe. Herr von Grillparzer. Sind Sie ruhig und lassen Sie mich ausreden. Sie, Raimund, Sie werden einmal der Welt zeigen, dass die Seele von einem Tischlermeister genauso interessant sein kann wie die Seele von einem römischen Feldherrn oder Kaiser. Erlösen Sie keine historischen Schatten, sondern das Volk in seinen vielen Gestalten. Es wird doch nicht wegen der nächtlichen Ruhestörung sein. Wir haben nämlich einen furchtbaren Krawall in der Nacht auf der Straße gemacht. Wir sind im Grunde genauso schuldig wie er. Ja, da hat unser Kleiner recht. Ich habe so eine Angst. Natascha, Herr, Angst hat das Fräulein um den Kommandanten. Die sollen ihn nur mitnehmen. Herr von Grillparzer, ich weiß gar nicht, wie ich Ihnen danken soll. Arbeiten, lieber Freund. Hinsetzen, die Feder in die Hand nehmen und schreiben. Ist doch ein schlechtes Stück. Was? Auf was fällt dir denn? Nein, das ist gar kein schlechtes Stück. Gefällt's dir? Mir gefällt's. Ah, weißt du gleich. In Erwartung der Konkurrenz. Na, das wird sich ja erst zeigen, ob das überhaupt eine Konkurrenz ist. Er ist schon da. Schau raus, in der ersten Reihe sitzt er. Oh, wirklich? Na, was spielst denn heute, Demoiselle, hm? Schadetzky, Hans, Kontag, ja, was ist der Demoiselle gleich? Linda, eine Kammerzofe. Na, wo ist denn? Also komm doch, es fängt ja gleich an. Für einen Schauspieler, für einen Poeten und das für einen Pferdl persönlich. Hat schon angefangen? Ja, gerade hat's angefangen. Dann fahren wir mit Ross und Wagen. Die Ross lass ich mit Silber schlagen. Dann fahren wir mit Ross und Wagen. Die Ross lass ich mit Silber schlagen. Ich lad die schönsten Herren ins Haus. Und ich wirf sie wieder raus. Ich lad die schönsten Herren. Und ich werf sie wieder hinaus. Ich lag sie ins Haus. Ich werf sie hinaus. Hinein. Hinaus. Hinein. Hinaus. Die Möbel sind aus Ebenholz. Und wir sind beide schrecklich stolz. Ich steig daher als wie ein Hahn. Und schau gar keinen Menschen an. Ich steig daher als wie ein Hahn. Und schau gar keinen Menschen an. Kein Menschen an. Kein Menschen an. Habt ihr die Tonne nicht gesehen? Oh ja, gesehen habe ich schon. Ja, wo ist denn? Fortgegangen ist. Ja, wohin? Das hat mir nicht gesagt. Aber sie hat Sonntagsgewand angehabt und ist ohne Adieu geschwind davon gekommen. Wo wird es denn hin sein?
Heute ist doch Premiere von Herrn Reimann. Und hat sie mir kein Wort? Gerade heute muss da hingehen, wo sie der Herr Ebesena angesagt hat. Ja, Himmel, Herrgott, Sakrafik. Na, was wahr ist, da muss einer die Gäu fressen. Diese Komödianten haben wir ja das Mal ganz narrisch gemacht. Des Mittags verspeisen wir beide allein. Da kehren wir beim Sperl in Afrika ein. Und wer nicht zur Jausen ein gefrorenes Bein? Da setz ich dich mitten ins Eismeer hinein. Und wenn's zum Suppieren auf dem Abend wird kühl, da ess wir in Ofen. Da ess wir in Ofen. In Ofen, in Ofen, da wird uns nicht viel. Doch gehen wir schlafen jetzt, fällt mir nicht ein, wo wird unsere Ruhe am sichersten sein? Das sollst du schon wissen, das ist ja bekannt. Am sichersten ruht sich's im Österreicherland. Das sollst du schon wissen, das ist ja bekannt. Am sichersten ruht sich's im Österreicherland. Was wieder mal charmant, Luisel. Wo kann ich dich geschwind hinbringen, Luisel? Ich bin leider heute vergeben. Vergeben? Ja. Ach so, mit wem denn? Luisel, du wirst doch nicht eifersüchtig sein. Nach Hause muss ich zu einer kleinen Familienfestivität. Ach so, seine Durchlaucht sind vergeben. Na ja, kann man nichts machen. Aber denk nur nicht, dass ich mich ärgere, nicht so viel. Ärgere ich mich. Werde mich heute mit den anderen amüsieren. Da kann ich dich nicht irgendwo hinbringen. Nein, danke schön. Ist nicht nötig. Geh zu Fuß. Ist mir eh viel lieber. Fehle mich durchlacht. Servus. Ja, der Ferdl. Ferdl, weißt du was? Halt, anfeiern wir zwei miteinander. Ja, wieso denn auf einmal? Was ist denn mit deiner Durchlauf? Den habe ich nach Hause geschickt, zu seiner Familie. Soll sich einmal ein bisschen um seine Frau kümmern, ne? Der Herr Lodri. Also, ich gehe jetzt mit euch zum Sperl. Na, auf zum Sperl, ne? Toni! Ja, Toni, was machst denn du da? Ich wollte dir nur sagen, es hat mir riesig gefallen. Warst du drin? Ist doch selbstverständlich. Aber lass dich nicht aufhalten. Wiedersehen, Ferdl, und ich gratuliere dir noch vom ganzen Herzen. Danke dir vielmals, Toni. Aber Toni, du, ich bring dich doch noch raus. Ich bin den Weg schon nach Leinerhaus. Servus. Also, Ferdl, so komm schon. Ja, was, ich kann sie doch nicht allein noch rausgehen lassen, mitten in der Nacht. Da geht's mir doch schon keiner was abbeißen. Ach, ja, der Lieferl, immer der Letzte. Ja, langweilig. Auf jeder Maß, auf zu sperren. Ja. Mein lieber Ferdl, bis jetzt war es immer so, du hast die guten Rollen gespielt und ich hab's runtergeschluckt. Ja, ich habe mich nicht einmal bei unserem verehrten Herrn Direktor darüber beschwert. Jetzt aber bist du gar unter die Poeten gegangen und man hat dich gleich nach der Premiere deines Erstlingswerkes mit Lorbeeren überschüttet. Na, und das wurmt mich. Das wurmt und reizt mich so sehr, dass ich beschlossen habe, selbst den Pegasus zu besteigen und ihn ein wenig vorzureiten. Bravo. Darf ich bitten, Herr Kapellmeister? Wir waren beide auf der Schmier, teilten Schuldenwurst und Bier, der Ferdinand und ich. Debütiert haben wir mitsamt, wie's mit Äpfeln geschmissen haben, am Ferdinand und mich. Die Kritik, die wetzte ihren Schnabel, ein Herr Raimund wäre an sich miserabel, wenn auch ihn allein die ganze Schuld nicht trifft. Denn ein Partner wie Herr Schuster ist heut Gift. Sehen's, das hat mich Gift. In der ersten Stund, in der zweiten Stund hab ich ihn vergund. Ja, das hat ihn Gift. In der ersten Stund, in der zweiten Stund hat er sich schon verrund. Jawohl. Doch auf einmal, wer hätt's denkt, hat Frau Poesie verglänkt, den Ferdinand, nicht mich. Er wird als Genie erkannt, zum Dichter wird der Komödiant.
Ferdinand, nicht ich. Jetzt wird er die schönsten Rollen sich schreiben und für mich werden immer nur die Wurzen bleiben. Und so manchen frisch schon heiter gelbe Neid. Aber einen gibt's, den's wirklich weit. Ich hab dir's vergund von der ersten Stund. Ich hab's gleich erkannt. Servus, Ferdinand! Schuster, du bist ein lieber, guter Kerl. Aber ich muss jetzt einen Augenblick allein sein, verstehst mich? Der Wirbel und die Aufregung und der viele Cognac. Jedenfalls, ich verduft und geh nach Hause ins Bett. Den anderen kannst du ja sagen, ich bin gleich wieder da. Ne? Oh, das war so wundervoll. Ja, 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 ja. Du wirst doch nicht am Mensch gehen wollen. Gott, jetzt, wo so nett lang könntest mit uns. Ich bitte, ich mach kein Aufsehen. Ich fühle mich gar nicht recht wohl. Es war ein bisschen viel auf einmal. Na, meiner Seele. Du schaust ja ganz schlecht aus. Ganz weiß bist du. Ist wahr? Du bist krank, Ferdl. Du gehörst ins Bett. Du brauchst eine richtige Pflege. Komm, geh mal. Nein, bitte, Luise, bleib doch da. Aber das freut mich doch die ganze Gesellschaft nicht mehr, wenn du gehst. Frühstück wird Ihnen der Kellner bringen. Wo ist denn die Toni? Meine Tochter ist weg. Ist weg? Die Dame, die heute in der Nacht bei Ihnen gewesen ist, hat das auf der Sting verloren. Ich muss Sie bitten, sich ehbaldigst um mein Quartier umzuschauen, das besser zu Ihren Gepflogenheiten passt. Herr Wagner, es tut mir furchtbar leid, Sie haben natürlich vollständig recht. Herr Wagner, ich weiß selber nicht, was mir da eingefallen ist. Ich packe natürlich sofort meine Sachen und gehe, aber ich bitte Sie, sagen Sie der Toni... Von der Toni reden wir wohl besser kein Wort mehr. Da haben Sie sich den Kopf verdreht, dass Sie ausgewechselt war, seitdem Sie im Haus sind. Und dann tun Sie ja sowas an. Doch den Spargel. So was Zartes. Ein Gedicht in Butter und Brösel. Was ist denn? Warum bist du denn so still? Steh, ein Kind. So schön. Ein Kind. Ja, Vater. Alles in Ordnung? Ja, 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 ja. Alles in Ordnung. Aber wer? Wer ist denn der Papa von einer solchen Verlegenheit? Der muss dich selbstverständlich heiraten. Fürstin werde ich wohl kaum werden. Ach, so. Der kann ich natürlich nicht heiraten. Ja, eben. Ja, aber ein Vater muss her, da gibt's nichts. Da muss eben einer gefunden werden. Und ich hab auch schon einen. Ihr seid doch damals nach seiner Premiere miteinander verschwunden. Nur du und der Raimund
Und sehen Sie, dieses Pflegen ist leider nicht ohne Folgen geblieben. Sie sind gesund worden und mein Luisel. Freuen Sie sich denn gleich ein bisschen. Ich bin ganz damisch vor lauter Freude. Raimund, Ferdinand, Ferdl, mein Sohn. Gut, ist ja gut, morgens kein Theater. Ich werde selbstverständlich die Konsequenzen ziehen. Ich werde Luise heiraten. Ihr werdet gewusst, dass Sie ein Herrmann sind. Auf Wiedersehen. Vater. Ja, Luisel, wenn du mich nicht hättest... Das ist doch Wahnsinn! Ihr könnt's doch nicht heiraten! Ach, Quatsch! Also, da stimmt doch etwas nicht, das lassen wir doch nicht einreden. Und wenn's stimmt, wenn's hundertmal stimmt, deswegen gleich heiraten? Was soll ich denn machen? Wie wir eben erfahren, haben sich vor ein paar Tagen der bekannte und beliebte Schauspieler Ferdinand Raimund und die reizende Soubrette Demoiselle Luise gleich in aller Stille verlobt. Wir freuen uns, dies unseren Lesern mitteilen zu können und benutzen diese Gelegenheit gerne, dem Paar unsere herzlichsten Glückwünsche auszusprechen. Hat doch herzlich der alles auf. Richtig, Tim. Eine ausgezeichnete Idee vom Herrn Papa, diese Mariage. Na, und an unserer Liaison braucht sich ja weiter nichts zu ändern. Sie wird mir als Madame Raimund genauso sympathisch sein, wie sie mir als Luisel war und als Luise ist. Ich möchte nur wissen, wozu ich seit 2 Stunden da stehe. Was willst denn da? Das wirst du schon sehen. Nur Geduld. Ich stehe schon das dritte Mal da und verliere nicht die Geduld. Ja? Was glaubst, was da oben ist? Hm? Das Absteigquartier vom Herrn Kaunitz. Und was glaubst, wer jetzt bei ihm ist? Wer? Das wirst du schon sehen. Dann wirst du auch begreifen, warum wir seit 2 Stunden da stehen. Die Luise. Ja. Deine Braut. Es hat sich auch durch den Brautstand nichts geändert bei ihr. Lass mich los! Sei doch vernünftig! Du wirst doch hier auf der Straße keine Szene machen wollen. Das machen wir ganz anders. Aus. Wo ist aus? Heirat sie den wirklichen Vater ihres Kindes, den Fürsten Kaunitz? Was? Traut sich was. Das wird ihm eingezahlt werden. Das lassen wir nicht auf uns sitzen. Er soll was erleben. Das ist ja furchtbar. Na, da hat er mir ja was Schönes eingebrockt. Ich? Ich glaube eher, wer andere. Also vielleicht wäre es am besten, wenn Sie vor den Vorhang treten. Was und ein paar Worte fällt mir nicht im Schlaf ein. Da muss irgendwer andere. Da. Sie. Sie müssen vor den Vorhang gehen. Das ist die einzige Möglichkeit. Sie selber müssen das Publikum beruhigen. Bitte. Er muss sie heiraten. Ich habe in meiner Theaterlaufbahn... Ich habe in meiner Theaterlaufbahn nur einen Ehrgeiz gekannt. Meinem verehrungswürdigen Publikum jeden Wunsch zu erfüllen.
Tag für Tag habe ich euch einen Wurstel vorgemacht, obwohl mir nicht immer danach war. Aber dass ich jetzt dem Publikum zuliebe heiraten soll, auf diese Draufgabe war ich nicht gefasst. Und ich finde es auch ein bisschen viel verlangt. Es tut mir leid, euch diesen Wunsch nicht erfüllen zu können. Alles Putsch. Der Ruf von unserem Theater. Mein Renommee. Das Geld kann ich auch zurückgeben. So eine Remassure. Ja, was machen wir? Was soll denn jetzt geschehen? Mich dürft's nicht fragen. Doch hört jetzt ein Gescheiterer her. Ruiniert bin ich und ihr alle seid ruiniert. Da bedankt euch beim Herrn Raimund. So lasst ihn doch in Frieden. Was geht's denn da herum? Bringt's lieber ein Glas Wasser. Raimund, Sie müssen nachgeben. Sie sind sonst in Wien erledigt und wir verlieren alle unser Brot. Das ist ja so. Was wundere ich mich denn? Es ist mir alles so klar. Alles kommt, wie es kommen muss. Ob das mein Vater wirklich gewollt hat. Man bedankt sich, schönes Kind. Prost! Sie sollen Ihren Willen haben. Sie werden schon sehen, was Sie damit anrichten. Hochverehrte Festgäste, dieser heutige Tag macht mich ganz besonders glücklich, weil er die Krönung meiner heimlichsten Wünsche bedeutet. Zwei künstlerische Temperamente, die sich schon auf der Bühne so glücklich ergänzten, haben endlich enger zusammengefunden und den Bund fürs Leben geschlossen. Und so erhebe ich mein Glas auf das Wohl des glücklichen Paares. Ob's auffällt, wann ich meine hineinhau? Und bitte Sie, mit mir in den Ruf einzustimmen. Hoch sollen Sie leben. Hoch! 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 Werd's glücklich, Kinder. Werden? Wir sind's, Vater gleich. Wir sind's. Auf unsere sogenannte Ehe. Na? Ihr sitzt ja alle da wie bei einer Leiche. Heißa, lustig, ohne Sorgen. Lustig, meine Herrschaft, lustig. Ich bin sie auch, wie Sie sehen. Musik? Was ist denn mit den Herren Musici? Sie sollen doch schon endlich anfangen. Jawohl. Ich hab direkt Angst um den Pferdl. Pferdl, mach's wieder mal genau das Verkehrte. Verbeiß dich nicht in einen Kummer, schluck's runter und wir werden weitersehen. Alles wird noch gut werden. Was wohl die Toni jetzt macht? Sie hat seit damals nichts mehr von sich hören lassen. Wie kommst du denn jetzt auf die Toni? Schluss machen. Ich mag nicht mehr. Verstehst du mich, Schuster? Schluss. Schluss machen dürfen. Schuster! Ist denn die Hochzeitsfeier schon vorbei? Geh sie hinunter und hol sie mir einen Liter Wein. Aber geh sie hinauf zur goldenen Laterne, da ist zwar der Weg ein bisschen weiter, aber der Wein ist besser und gönnen Sie sich auch ein Viertel vom Besten. Vater, mir ist so, ich weiß nicht wie. Larifari. Ich gehe jetzt, Herr von Rem.
Raimund. Ohne weiteres hereinzukommen, wer ist sie? Therese Klones heiße ich. Der Herr Raimund kenne mich ja. Vom Leopoldstädter Theater. Im Chor bin ich. Na und? Was will sie von mir? Sie meinen Rat und ihre Hilfe bitten. Und das hätte ich doch ein anderes Mal Zeit gehabt? Muss sie gerade jetzt kommen? Gerade jetzt. Es ist sehr wichtig für mich. Und vielleicht auch für Sie. Morgen hätte ich Sie vielleicht nicht mehr angetroffen. Wie meint sie das? Ach, ich meine nur... Morgen hätten Sie vielleicht Proben oder andere Arbeit im Theater und da könnte ich Sie schon gar nicht stören. Aber wollen wir nicht ein bisschen weitergehen? Ich muss schon sagen... Im Übrigen bin ich sonst sehr schüchtern. Ja, das habe ich bemerkt. Aber wenn Sie glauben, dass... Ist da eine Finsternis? Darf ich ein bisschen die Sonne hereinlassen? Aber das geht doch wirklich zu weit! So, sieht doch alles gleich viel freundlicher aus. Wenn Sie glauben, dass... Sagen Sie, was erregt eigentlich so sehr Ihre Aufmerksamkeit hier in diesem Zimmer? Ja, was ist denn? Erlauben Sie, Herr Raimund. So, jetzt will ich Ihnen mal etwas sagen. Sie wollen meinen Rat. Gut, ich kann mir denken, was es sich handelt. Also hören Sie mir gut zu, Fräulein... Krones. Fräulein Krones. Lassen Sie das Theater. Selbst wenn Sie Talent dazu haben sollten. Jeder Mann, der zum Theater geht, ist ein Hornochs. Und jedes Frauenzimmer, das zur Bühne will, ist eine dumme Gans. Sie haben ja selber gesehen, was das heißt, Schauspieler sein. Was heißt, seine Ehre preisgeben. Sein Herz verkaufen. Was heißt, Sklave sein. Sklave einer Meute, die sich Publikum nennt. Schauspieler. Das heißt... Das heißt, dem Menschen sein Spiegelbild vor Augen führen. Im Leid, im Schmerz, in der Freude, im Glück. Das heißt, andere froh oder nachdenklich machen. Das heißt, die innersten Seiten der menschlichen Seele zum Schwingen zu bringen. Das heißt, einem elenden Machwerk sein Herzblut zu geben. Aber auch den geheiligten Worten unsterblicher Meister zu dienen. Das, was Sie da sagen? Habe ich alles von Ihnen zu hören gehofft. Weil ich geglaubt habe, dass ein Mensch, der so ergreifende Szenen schreiben kann, auch ein außerordentlicher und großer Mensch sein muss, der mit einem überlegenen Lächeln die Böswilligkeiten armseliger Gleichs und solcher Leute abtut und nicht daran denkt, deswegen eine nie wieder gutzumachende Dummheit zu begehen. Falsch, was? Falsch ist gar kein Ausdruck. Brüderlein fein, so kehrt das. Brüderlein fein, musst mir ja nicht böse sein. Brüderlein fein. Sein. Musst nicht kindisch sein.
bleibst du wohl bei mir? Nein, 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 nein. Brüderlein fein, Brüderlein fein, sag mir nur, was fällt dir ein? Sag, was fällt dir ein? Geld kann viel. Doch zu was bringen könnte beim Theater. Ich habe zwar nur den Schluss gehört, aber ihr habt sehr reizend gesungen miteinander. Der Herr Gemahl war so freundlich, meine Stimme zu prüfen. Dankeschön. Ohne ein Wort zu sagen, läufst du von der Hochzeitsgesellschaft weg und zu Hause findet man dich dann mit einem Chormädel. Im trauten Tät-a-Tät? Fängst du deinen Ehestand gut an? Ehestand? Jetzt will ich dir mal etwas sagen, Luise. Dass du Madame Raimund geworden bist, das habe ich nicht verhindern können. Das hat dein Papa schon so schlau einzufädeln gewusst. Aber eine Ehegemeinschaft, das musst du dir ein für alle Mal aus dem Kopf schlagen. Ich habe dich geheiratet, damit das Kind einen Namen hat. Und du weißt genauso gut wie ich, dass von einer Liebe zwischen uns Zweien nicht die Rede sein kann. Aber diese kleine Krone, die ist die Auserwählte. Ja, die ist die Auserwählte. Aber nicht so, wie du glaubst. Sie ist ein wunderbares Talent, dieses Mädel. Und nicht nur das, sie ist ein wirklicher Mensch, den mir das Schicksal gerade im richtigen Augenblick geschickt hat. Und sie ist auserwählt, meine nächste Premiere zu spielen. Leider wirklich sehr begabt. Brüderlein fein, Brüderlein fein, du wirst doch ein Spitzbub sein. Doch ein Spitzbub sein. Willst du nicht mit mir stehen. Nun, so kannst zum Teichser gehen, kannst zum Teichser gehen. Nein, 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 nein.
bezaubern, diese Stimme, dieser Charme. Muss geschehen sein, denk manchmal an mich zurück, schimpf nicht auf der Jugend Glück, drum Brüderlein fein, schlag zum Abschied ein. Unbedingt kennenlernen. Aber nichts einfacher als das. Die Künstler treffen sich nach der Vorstellung beim Sperl. Formidabel. Wir gehen also nach der Vorstellung zum Sperl und sie macht mich bekannt mit ihr. Ja, ich bin leider heute Abend verhindert, zum Sperl zu gehen. Aber lassen Sie sich nicht abhalten, mein lieber Jaroschinski. Sie werden auch ohne mich Gelegenheit finden, Sie kennenzulernen. Reisel, meine liebe Jugend. Eine glückliche Zukunft. Danke, Sie sind. Mal ein Beispiel mit Mädeln oder Viertel Leuten. Sie haben was zu geben, Herr von Kornfeuer? Ich kann besonderen Hunger bringen, Sie an Käse und das Schwarzbrot. Bitte sehr, Herr von Kornfeuer. Meine sehr verehrten Damen und Herren, verzeihen Sie mir, wenn ich für wenige Augenblicke Ihre Aufmerksamkeit in Anspruch nehme. Veranlassung dazu gibt mir ein Naturereignis, das heute Abend eingetreten ist. Ein neuer Stern ist aufgegangen am Theaterhimmel aus der erlesenen Schar der Wiener Künstler. Therese Krones heißt er. Sie alle werden mit mir einer Meinung sein, dass dieses Naturereignis gefeiert werden muss. Deshalb bitte ich Sie alle, wie Sie hier sind, bei dieser Feier meine Gäste zu sein. Oh. Therese Krones! Hoch, hoch, hoch! Hoch, hoch! Graf Severin Jaroschinski, Mademoiselle macht mich zum glücklichsten Menschen, wenn Sie mir diesen Walzer schenken. Die Herren gestatten? Fokus am Ross. Fokus am Ross. Warte mal. Ein steirisches Kapaunderl mit Zellersalat. Mit Zellersalat. Hallo, bitte sehr, bitte. Wir bringen jetzt ein feines Zigarro mit einer Bauchbinde. Mit einer Bauchbinde. Hallo, jawohl, bitte sehr. Und wir bitte eine doppelte Portion Himbeerkranz. Himbeerkranz, bitte sehr. Gänsel mit Grauzalot. Und mir ein Indianerkrapfen mit Schlagobern. Speiskarten! Bringen Sie mir lieber eine Flasche Turgäune vom Besten! Wer ist denn die Wurst? Ein gewisser Jaroschinski. Ein Graf. Tja, was? Der muss der Geld haben. Hast du das Zeugel schon angeschaut? Den ganzen Bratner Hof hat er gemietet. Ein Millionäser. Hier ist er sehr sympathisch, der Herr Graf. Sie haben mit Ihrer Ansprache viel zu viel Aufhebens von mir gemacht. Ich habe schon viel gesehen auf der Welt, aber ich bin noch nie einem Menschen begegnet, der sich mit Ihnen vergleichen ließe. Sie tanzen, Graf, dass einem der Atem vergeht. Ich
wünschte, dieser Walzer würde niemals enden. Es ist eigentlich wirklich eine Chance, dass ich nicht tanze. Kannst du das gar nicht? Du müsstest es einmal probieren. Ich werde die Reise um den nächsten Tanz bitten. Wollen wir aufhören? Tanzen wir weiter, Graf. Dieser Graf mit dem vielen Geld, ob der der Reise gefreut? Ja, was interessiert dich das? Kann doch im Grunde ganz gleichgültig sein, nicht? Jung ist er, hübsch ist er, gute Manieren hat er. Ein richtiger Kavalier. Ich finde ihn unausstehlich. Ja, Reisel, um Gottes Willen, was hast du denn? Komm her, trink einen Schluck. Am Plafon schauen. Die Nase zuholen. Ich glaube, am besten wäre es flach hinlegen. Das Vernünftigste wird wohl sein, wenn der Marcel nach Hause geht. Darf ich Ihnen meinen Wagen zur Verfügung stellen? Ich wäre Ihnen sehr dankbar. Lebt wohl, Kinder. Seid nicht böse. Also hier wohnen Sie, Demoiselle? Es ist so bequem, weil das Theater ganz in der Nähe ist. Ja, aber kommt denn hier jemals ein Sonnenstrahl herein? Selten. Ja, aber Sie müssten doch irgendwo draußen wohnen. An der frischen Luft, Sie müssen. Und wenn Sie mir erlauben, werde ich mich morgen nach Ihrem Befinden erkundigen, Demoiselle. Das wäre sehr lieb von Ihnen, Graf. Ich danke Ihnen, dass Sie mich nach Hause gebracht haben. Auf morgen also. Küss die Hand. Natürlich mit dir nach Hause gegangen. Lass ihm die Freiheit. Ich bitte dich, mach dich nicht lustig darüber. Sie ist mir viel ernster, als du glaubst. Du weißt ja gar nicht, was sie mir bedeutet. Wenn sie nicht wäre, wer weiß, was da mit mir schon alles passiert wäre. Ach, Viertel, Viertel. Ich komme nicht heraus aus den Sorgen mit dir. Ja, du. Ich hab's noch niemandem gesagt. Nicht einmal mir selber. Sie ist es, die alles das, was das Schicksal auf mich aufgepackt hat, mit einem Lächeln wegwischen kann. Ich fühle mich so frei und so leicht in ihrer Gegenwart. Ich kann mir nicht denken, dass es um mir nichts, dir nichts mit diesem Grafen. Also, jetzt lacht er wieder. Du bist und bleibst ein großes Kind. Mein Sorgenkind. Es ist die höchste Zeit, dass ich mit der Therese rede. Mit der Luise bin ich jetzt so weit, dass die Scheidung in ein paar Tagen durchgeführt werden kann. Ein neues Leben kann beginnen. Und die Toni? Toni? Wie kommst du denn jetzt auf die Toni? Na, ich meine nur. Toni ist ein liebes Mädel. Ja, das kann man doch gar nicht vergleichen. Die Krones. Die Reserl. Meine Jugend. Und morgen Vormittag rede ich mit ihr. So, also davon nehmen Sie dreimal im Tag je 10 Tropfen. Es schmeckt zwar ein bisschen bitter, aber es wird Ihnen sehr gut tun. Und schonen Sie sich heute der nächsten Zeit ein bisschen. Aber Herr Doktor, ich habe halt nicht ein einziges Mal husten müssen. Ich bin ja auch sehr zufrieden. Also, brav sein und bei Gelegenheit schaue ich wieder herauf. Herr Doktor, ich habe so eine Angst. Bei Ihrer seligen Mutter hat es nämlich genauso angefangen. Darf sie denn weiter Theater spielen? Sie soll Theater spielen. Sie soll alles machen, was ihr Freude bereitet. Sie soll ihr Leben genießen. Und jede glückliche Stunde, die sich ihr bietet, soll sie auskosten. Verstehe Sie.
Fräserl. Danke, Herr Rein. Heute wird er ganz gut. Danke, Chauffeur. Ja, ich höre gerade draußen, dass Gott sei Dank schon wieder alles in Ordnung ist. Ja, ich fühle mich schon wieder ganz wohl. Blass bist noch. Na, es war halt ein bisschen viel. Die anstrengenden Proben, die Aufregung bei der Premiere und die Tanzerei gestern Abend. Na, morgen spiele ich schon wieder. Schön war's, Ferl. So wie ich mir's immer erträumt habe. Die schöne Rolle und dann nachher beim Sperl. Ich war sehr glücklich gestern Abend. Das sollst du von jetzt an immer sein. Immer. Wenn wir zwei... Ich meine... Wenn ich für dich... Na, was denn? Ich wäre für dich... Nur für dich werde ich meine Stücke schreiben. Du bist lieb. Aber nicht nur das. Du weißt es ja nicht, aber... Es muss einmal gesagt sein. Bitte? Ein Herr Graf Jaroschinski. Ja, bitteschön. Ist die Hand? Ich habe mir erlaubt, ein paar Blumen. Mein Kompliment, Monsieur. Herr Graf? Du lieber Gott, ist das eine Pracht? Es bleibt doch sitzen. Aber ich fühle mich ja sehr gut. Ich bin glücklich, das zu hören. Das ist ja ein ganzer Garten. Soll ihnen Freude machen. Danke Ihnen, lieber Graf. Die Moiselle sehen heute wieder blühend aus. Blass. Ein bisschen blass. Das heißt, jetzt auf einmal hat es wieder Erfahrt. Aber bitte, wollen die hier nicht Platz nehmen? Was meine Person anbetrifft, ich muss jetzt leider gehen. Auf Wiedersehen, Therese. Servus, Ferdl. Ja, ich wollte mich auch nur ganz kurz nach Ihrem Befinden erkundigen. Sie gehen auch schon? Wenn Sie es mir erlauben, werde ich im Wald wieder meine Aufwartung machen. Also... Adieu, Therese. Ich hätte gern noch... Wir sehen uns ja morgen im Theater. Leb wohl. Wiedersehen. Herr Raimund? Wenn Sie erlauben, fahre ich ein Stück mit Ihnen, Graf. Bitte, wo darf ich Sie hinbringen? Danke, das ist nicht notwendig. Ich habe nur ein paar Worte mit Ihnen zu reden. Räserli, bitte komm vom Fenster weg. Es ist eine ziemlich kühle Luft heute draußen. Sitz dich wieder in deinen Sessel, sonst schimpft der Herr Doktor. Du lieber Gott, sind die Blumen schön. Ja. Ja, ich hab noch nie so was Schönes gesehen. Er muss dich schon sehr verehren, der Herr Graf. Aber die Veilchen wollen wir auch in das Wasser gehen, ne? Also? Ich glaube mich nicht zu irren, wenn ich annehme, dass Sie die Demoiselle Krones betreffend gewisse Absichten haben. Ich habe gar keine Veranlassung, es zu leugnen. Es ist ein herrliches Geschöpf, eine Frau, die Kunst und Leben zu einer wundervollen Harmonie verbindet. Ich habe sie gestern zum ersten Mal gesehen und heute weiß ich, dass ich sie liebe. Ja, und morgen haben Sie sie wieder vergessen. Das kennt man ja, wie das in Ihren Kreisen zu geschehen pflegt. Aber dazu ist die Therese zu schade, verstehen Sie? Das lasse ich nie und nimmer zu. Ein schlechter Menschenkenner, Herr Raimund. Für einen Dichter, einen Gestalter von Menschenschicksalen, ein bedauerlicher Nachteil. Ich suche kein Abenteuer mit Therese Krones, ich werde sie heiraten. Ich will ihr jeden Wunsch, den ich ihr von den Augen ablese, erfüllen. Ich werde alles tun, was ich kann, sie zur glücklichsten Frau der Welt zu machen. Thank you.
Festivität beim Sperl wird 500 Gulden. Eine Nachtmusik für Demoiselle Krones 80 Gulden. Rückstand bei der Marchand Mot 1275 Gulden. Ferner. Will er mich annullieren? Zahl er den Bettel und basta. Ich erlaube mir zu bemerken, dass der Kredit, den der AB Blank eingeräumt hat, erschöpft ist. Mein Gott, geh ja hin zum AB, er soll den Kredit verdoppeln. Im Casino kann ich dann die lumpigen paar Gulden in einer halben Stunde gewonnen haben. Sich selber mag er dann für seine Mühe auch 500 Gulden gutschreiben. Danke, untertänigst, gräfliche Gnaden. Aber der AB Blank will keinesfalls... Geh zum Teufel und bring er mir Geld! Frommer Herr soll nur seine vollen Truhen auftun, sonst... In kurzer Zeit habe ich die leidige Affäre selbst wieder in Ordnung gebracht, aber jetzt muss ich Geld haben. Viel Geld. Darf ich den Herrschaften noch dieses Diadem zeigen? Ein einmaliges Stück, eigentlich nicht zum Verkauf vorgesehen, nur der Umstände halber. Wenn die Herrschaften also Interesse haben, darf ich die Demoiselle ersuchen. Lassen Sie mich. Selber will ich meine Königin krönen. Als ob der Meister es zu ihren reizenden Zügen komponiert hätte. Jetzt beinahe so ausgeschaut, als ob du davongelaufen wärst vor mir. Warum sollte ich denn davonlaufen? Na eben. Komm doch ein Sprungel mit. Wir sind beim Brandmeier, beim Juwelier, der Jaroschinski und ich. Ich habe keine Zeit. Also was hast du denn, Pferdl? Nix, was soll ich denn haben? Natürlich hast du was. Ich merk's doch schon die ganze Zeit. Im Theater schaust mich überhaupt nicht mehr an. Kaum ist der Vorhang gefallen, bist auf und davon. Was habe ich dir denn getan? Es hat wohl jetzt keinen Zweck mehr, darüber zu reden. Es ist ja vorüber. Vorbei. Trotzdem ist mir wohler, wenn ich nicht dauernd an daneben gegangene Hoffnungen erinnert werde. Darum weiche ich dir aus, wo ich kann. Wir werden ja sehen, wie alles wird. Der gnädige Herr da oben wird schon alles so einrichten, wie er es für richtig findet. Adieu, Therese. Aber nicht umschauen, bitte. Mach da nämlich gerade ein bisschen Ordnung und also übereinander her. Komm bitte mit Platz. Ach so, hier. Ja, damit man nicht den Schlaf vortragst. Ja, Six, das ist meine Welt. Klein, aber prachtvoll. Darf ich vorstellen, meine bessere Hälfte? Wenn ich nicht mag, red's keinen Ton mit mir. Na? Ja, hier. Das sind so meine kleinen Liebschaften. Flatterhafte Wesen zwar, aber bezaubernd schön. Aber jetzt, dass ich plausch und plausch und sollt viel lieber hören, was dich hierher führt. Also, was ist geschehen? Ich weiß nicht aus und ein. Eben habe ich den Pferdl auf der Straße getroffen. Ich bin aus allen Wolken gefallen. Ich habe ja von nichts was gewusst. Er hat sich ja nie mit mir ausgesprochen. Na, dafür umso mehr mit mir. Zweimal am Tag und viermal in der Nacht. Ich habe meine schweren Sorgen mit ihm. Ich weiß ja, was ich ihm zu verdanken habe. Ich könnte mir gar nicht aus meinem Leben wegdenken. Und was immer auch geschieht, er wird mein bester Freund bleiben. Aber das ist doch alles. Mehr kann ich für ihn nicht fühlen. Das hätte ich ihm schon immer sagen müssen. Das hat nichts mit dem Jaroschinski zu tun. Beruhig dich, Madel. Mir brauchst du das nicht lang und breit zu erklären. Ich kann mir das schon ungefähr zusammenreimen. Hast halt den anderen gern, ne? Sicher. Freut mich riesig. Aber was mich zu ihm drängt, ist das Liebe. Ich weiß es nicht. Ich könnte es nicht sagen. Ich weiß nur eines, dass ich... Ein Glas habe ich noch gehabt. Ja, hier.
manchmal da drinnen. Ja, du kehrst ein paar Wochen aufs Land, weg von der Stadt. Du brauchst Ruhe und... Ruhe? Die täte nicht aushalten. Was ist das hier eben? Da drinnen, da habe ich so ein unerklärliches Gefühl. Ich muss leben. Leben! Ich könnte was versäumen. Und das ist es ja auch, was mich zu ihm hinzieht. Können Sie das verstehen, Schwester? Ja. Ja, Fräulein Toni. Das ist schön, dass Sie wieder einmal da sind. Wo sind Sie denn so lang gesteckt? In der Ramsau war ich bei Madame. Sind ja beinahe 2 Jahre her, dass Sie uns nicht gesehen haben. Ja, die Zeit vergeht. Tja, es hat sich manches verändert seither. Und bei mir nicht. Oh, immer noch zu haben, Demoiselle Toni. Wart nur immer, bis der Richt gekommen. Ja, leer ist es an unserem Stammtisch geworden. Der Herr von Lehnau ist in Ungarn. Die Luise und ihr Vater haben in Brünn das Theater übernommen. Na, und der Ferdinand ist mit dem Schuster seit 4 Wochen auf einer Tournee durch ganz Deutschland. Das werden Sie ja sicher gewusst haben. Ja, das vom Ferdl habe ich gehört. Es geht mich ja eigentlich nichts an, aber man macht sich so seine Gedanken. Die Tournee vom Ferdl ist eigentlich eine Flucht. Tja, das Gefühl habe ich auch. Ich sage Ihnen, Fräulein Toni, der Ferdl ist aus Wien geflüchtet. Geflüchtet vor der... Krones. Das wissen Sie schon? Wieso? Von wem? Na, hören Sie, Herr Littwell, der Ferdl ist doch ein berühmter Mann, da ist sowas bald rum. Er wird schon wissen, was er tut. Wie Sie das alles hinnehmen? Wenn man Sie nicht so genau kennen möchte, könnte man glauben, er wäre Ihnen schon ganz gleichgültig. Nicht wahr? Verehrte Damen und Herren, Sie haben durch Ihre Anwesenheit das Namenstagskind unsere Therese Krones geehrt und sehr glücklich gemacht. Ich möchte nur wissen, wo der Jaroschinski das viele Geld her hat. Geduld, lieber Kaunitz, wird gar nicht lang dauern, dann werden wir es wissen. Oh, ich will nichts gesagt haben. Ich singe Ihnen jetzt eine Ariette von Ferdinand Raimund, aus einem noch unvollendeten Zaubermärchen betitelt, Die gefesselte Fantasie. Vier Herren erwarten den Herrn Grafen unverzüglich. Polizei. Ich bin ein Wesen leichter Art, ein Kind mit 1000 Launen. Das Niedres mit dem höchsten Paar, es ist wirklich zum Erstaunen. Ja, 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 es ist wirklich zum Erstaunen. Ja, 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 ja. Es ist wirklich zum Erstaunen. Kurzum, ich bin ein Kraftgenie. Kurzum, ich bin ein Kraftgenie. Und Sie sehen in mir die Fantasie. Ja, Sie sehen die Fantasie. Sind Sie Graf Severin Jaroschinski? Zu Ihnen, meine Herren? Ist Ihnen ein AB namens Blank bekannt? Ja, ich habe ab und zu mit ihm geschäftlich zu tun gehabt. Der AB ist heute Nacht ermordet worden. Können Sie uns vielleicht einen Anhaltspunkt darüber geben, wer vermutlich der Täter ist? Wie kommen Sie dazu, diese Frage an mich zu richten? Diese Dose wurde am Tatort gefunden. Ach so. Im Namen des Gesetzes, Sie sind verhaftet. Denn alles Glück, man weiß es nie, denn alles Glück, man weiß es nie. Ach, am Ende ist doch noch Fantasie, ja, Amen. Nur Fantasie. Bitte. Nur Fantasie. Des Glücks. Der eine heißt den anderen dumm, am End weiß keiner nix. Das ist der allerärmste Mann, der andere viel zu reich. Das Schicksal setzt den Hobel an
und hobelt's beide gleich. Das wird Sie vielleicht interessieren, die nicht? Die Jugend will heut stets mit Kreut in allem glücklich sein. Doch wird man nur ein bisserl alt, da findet man sich schon rein. Oft zankt mein Weib mit mir, oh Graus, das bringt mich nicht in Wut. Da klopf ich meinen Hobel aus und denk, du brummst mir gut. Zeigt sich der Tod einst mit Verlaub und zupft mich, Bridel, komm, da stell ich mich im Anfang taub und schau mich gar nicht um. Doch sagt er, lieber Valentin, mach keine Umstände, geh. Aussätzigen behandeln haben die Leute. Bogen machen zum Mann, wenn sie ihn sehen. Als wenn wir was dafür könnten. Das Unglück. Mach da nichts draus, Fini. Was gehen uns die Leute? Gib mir noch von den Tropfen. Tu mir so gut. Ist schon leer? Das Flaschen? Mhm. Haben wir noch ein Geld? Oh ja. Wie wirklich. Na, was hast du denn? Na, wie schaust du denn aus? Na, gib schon her. Na, komm, gib her. Sag alles ab, wir fahren morgen früh nach Wien. Viertel, das geht doch nicht. Das geht nicht, wir fahren nach Wien. Begreifst du denn das nicht? Ich kann jetzt zu ihr. Jetzt braucht sie mich. Bitte, Fräulein, treten Sie nur. Ich bin die Toni Wagner und habe Ihnen da ein paar Blumen gebracht. Danke Ihnen schön, Fräulein. Seit langer Zeit die ersten wieder. Aber warum denn das? Wir kennen uns ja gar nicht. Ich habe halt geglaubt, es wäre im Sinn vom Herrn Raimund. Raimund? Ja, ich glaube, es täte ihn freuen, wenn ich ein bisschen für sie sorge. Ja, der Raimund. Denn der Doktor? Wir haben keinen, weil wir... Sie hat ihr ganzes Erspartes, alles, was man ihr nicht weggenommen hat, den Leuten gegeben, die ihren Schaden gehabt haben bei dieser Geschichte.
der Ferdl. Kann denn der nicht schneller fahren? Ich habe eine furchtbare Angst in mir. Mir ist so, als ob man nicht mehr zurechtkäme. Der Raimund hat geschrieben, er kommt. Morgen ist er vielleicht schon da. Moment, komm noch heute. Er kommt? Meinetwegen kommt er. Das ist schön von ihm. Hui, wird er schimpfen mit mir, wenn er mich so sieht. Aber er hätte ja auch recht. Muss ich doch. Lasst mich nur. Ich fühle mich just so wohl und leicht wie schon lang nicht mehr. Ich muss mich doch ein bisschen herrichten. Er soll doch seine Jugend nicht so bettlägerig und armselig sehen. Geschwind, Fini, den Spiegel zu rosa Puder. Lass bitte das Gepäck in die Wohnung schaffen. Wir selber müssen gleich zur Therese. Ja. Was ist denn, Fini? Ist die Therese wieder krank? Thank you.
verwerten Sie Erlebtes, Erlittenes. Sie werden manchen helfen, manchen trösten, der sonst vielleicht gar keinen Trost findet. Der Künstler ist der Griffel Gottes auf der Welt. Er schreibt nicht nur auf, was war und wie es war. Er gibt auch allen Dingen seine Deutung, seinen Sinn. Ja, aber auch der Künstler ist nur ein Mensch. Armselig und schwach. Und wer weiß, was die Zukunft ihm noch alles reinmischt ins Leben. Schauen Sie, mein lieber Raimund, ein guter Engel hat Ihnen im richtigen Moment ein Wesen zur Seite gestellt, dessen einfache Natürlichkeit Ihnen Ruhe und Kraft geben müsste. Man hat schon so sein Kreuz mit dem Mannsbilder, was die Pünktlichkeit anbelangt. Aber mit den Herrn Künstler ist es ja da ganz besonders schlimm. Die sind überhaupt nicht zu unterwarten. Na, so schlimm ist wieder nicht. Man muss nur die nötige Geduld und Ausdauer haben. Dann da wart man schon. Jesus, so spät ist er, da müssen wir zurückkehren vom Grillparzer. Ja. Die Toni wartet mit dem Essen auf uns und wenn's ging, ein bisschen schneller jetzt. Ja, aber.